Dominik hier, moin! Im folgenden Video zeige ich euch die Gaming-Performance vom neuen Mac Pro. Ich habe hier auf meinem Mac schon seit einigen Jahren zwei native Mac-Spiele, das heißt zwei Spiele, die direkt unter OS X laufen. Das ist einerseits StarCraft 2 und Diablo 3. Was ich nicht tue auf meinem Mac ist eine Bootcamp-Partition anlegen, um dort dann Windows zu installieren. Möchte ich nicht, mache ich nicht, spiele ich nicht. Wenn, dann habe ich eine Spielekonsole wie die PlayStation 4 zum Spielen oder eben einen Gaming-PC. Aber meinen Mac, da habe ich noch nie eine Bootcamp-Partition drauf gehabt und dazu wird es auch nicht kommen. Wer also Spiele unter Windows sehen möchte auf einem Mac, der sollte vielleicht im Internet oder hier auf YouTube bei anderen Kollegen nachsehen. Zunächst mal, das Video hier läuft diesmal im Vollbild, das heißt, ihr seht hier mein 27 Zoll Cinema Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440. Und genau in dieser Auflösung sollen auch beide Spiele laufen. Ich habe sämtliche anderen Anwendungen beendet hier und starte jetzt erstmal StarCraft 2, melde mich an und dann geht's gleich weiter. Ich bin hier jetzt in StarCraft 2 in aktuellster Version Heart of the Swarm angemeldet und zuallererst zeige ich euch mal in den Optionen die Grafikeinstellungen. Ich habe hier Vollbild gewählt, ich habe natürlich die volle Auflösung und alles in hoch bzw. so gut es auch tatsächlich geht. Ich kann hier also nicht mehr einschalten, es ist wirklich das Spiel auf in Anführungsstrichen vollen Einstellungen und genau so erstelle ich mir jetzt erstmal ein eigenes Spiel. Ich wähle hier ein One vs. One, spiele gegen einen Computergegner und sage einfach mal Spiel starten. Ich kann hier einmal hin und her fahren. Das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut, kann ich euch sagen. Überhaupt keine Probleme, total flüssig. Und auch in Kampfszenen, selbst wenn hier sehr viele unterwegs sind von Einheiten oder die Karte sehr groß ist, das funktioniert völlig ohne Probleme. Ich habe das jetzt einige Male getestet und der Mac Pro, er langweilt sich fast so ein bisschen dabei. Er wird nicht erheblich wärmer und auch der Lüfter geht keinesfalls in irgendeiner Form über ein gewisses Maß hinaus. Das sollte es jetzt erstmal hier von StarCraft gewesen sein. Ich beende das Spiel jetzt, gebe hier mal auf, weil viel mehr passiert nicht. Egal was ich spiele, auch wenn ich die Kampagne jetzt spiele, wie gesagt, ich habe das getestet, ich krieg's einfach nicht hin, dass das Ding ruckelt. Es war aber auch nicht anders zu erwarten. Vorher auf meinem MacBook Pro habe ich die Einstellungen heruntergestellt. Da musste ich schon in Kampfszenen, insbesondere wenn viele Gegner auf dem Spielfeld waren, mit Einschränkungen rechnen und das ist jetzt absolut nicht mehr der Fall. Dann habe ich hier noch einmal Diablo 3. Auch hier melde ich mich an und ich gehe gleich in die Grafikeinstellungen. Hier einmal in die Optionen und auch hier in der Grafik habe ich natürlich Vollbild. Ich habe sämtliche Einstellungen so hoch wie nur möglich und kann es wie gesagt nicht höher spielen. Ich mache mal das Spiel fortsetzen.
Und auch hier, ihr seht, und es ist nicht in irgendeiner Form zu erwarten, dass der Mac Pro hier irgendwelche Probleme hat mit dem Spiel in dieser Auflösung oder in dieser Einstellung. Alles wird super angezeigt und funktioniert völlig problemlos, ganz wie eigentlich auch erwartet. Von zwei Grafikkarten erwarte ich das auch. So, auch das hier kann ich an der Stelle beenden. Ihr merkt schon, ich bin gerade nicht so der Held, was das Spielen betrifft. Liegt ganz einfach daran, dass ich es schon lange nicht mehr gespielt habe, weil auf meinem vorherigen Mac das dann doch irgendwann so dermaßen in geringsten Einstellungen gestockelt hat, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Das waren jetzt zwei native Games auf dem Mac in höchsten Einstellungen, was an meinen vorherigen Macs nicht funktioniert hat, auf einem iMac i7 mit der größtmöglichen Grafikkarte läuft es ähnlich, muss aber in einigen Einstellungen es doch ein wenig reduzieren, da es, wenn es sehr aufwendig wird im Spiel, woran auch immer es liegt, ich bin da nicht der Experte, doch zu ruckeln anfängt. Das passiert mit dem Mac Pro hier nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, war nicht anders zu erwarten. Mehr kann ich euch von der Gaming Performance, wie gesagt, nicht zeigen. Ich habe den Mac Pro nicht gekauft, um zu spielen. Ich habe nur diese zwei nativen Mac-Spiele. Ich hoffe, es war dennoch so ein bisschen aufschlussreich, was die Spiele betrifft. Ich wollte es euch nicht vorenthalten in dieser Hinsicht. Wie gesagt, wenn ihr Windows im Bootcamp sehen wollt, dann müsst ihr ein wenig warten, beziehungsweise schaut im Internet, schaut auf YouTube. Ich werde es von meiner Seite nicht machen, weil ich auch keine Windows-Spiele habe, die ich persönlich spielen möchte. An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Schaut auch in meinen Kanal etliche weitere Videos zum Mac Pro und in den folgenden Videos noch einige interessante Sachen. Wie warm wird denn der Mac Pro überhaupt, wenn er einige Zeit voll ausgelastet ist? Und hört man den Lüfter? Wird er besonders warm? All das zeige ich euch in weiteren Videos zum Mac Pro Late 2013. Über ein Abo freue ich mich immer und ihr findet mich zusätzlich auf Facebook, Google+, Twitter, die Links auf meiner Webseite www.idomix.de. Und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.